Das Brot des Glücks. Ein Mann machte sich auf den Weg, um das Brot des Glücks zu suchen. Doch egal in welche Bäckerei er auch ging, niemand kannte das Brot des Glücks. Da machte er sich auf die Reise, um auch in anderen Dörfern nach dem Brot zu suchen. Doch so weit er auch reiste, niemand kannte das Brot des Glücks. Mutlos und hungrig setzte er sich unter einen Baum, als ein kleiner Junge auf ihn zukam. »Du siehst hungrig aus. Möchtest du ein Stück von meinem Brot?« Er streckte ihm ein Stück Brot entgegen. Augenblicklich verschwand seine Traurigkeit und er rief: »Das Brot des Glücks! Du hast das Brot des Glücks!« Da hatte er verstanden, dass es gar kein spezielles Brot des Glücks gibt, sondern dass jedes Brot zum Brot des Glücks wird, wenn Menschen miteinander teilen. Merke, man kann andere Menschen glücklich machen, indem man mit ihnen teilt. Aufgabe: Sei nicht geizig und teile mit deiner Familie, mit deinen Freunden oder Fußballkameraden.